Ich habe gehört, es soll eine Hochzeit stattfinden. Tja, meine Tochter Alina heiratet einen galanten, fleißigen und ehrlichen Burschen. Wisst ihr, was für eine Freude es ist, einen anständigen Mann für die eigene Tochter gefunden zu haben? Nein? Das dachte ich mir. Euresgleichen denkt eben nur an den Kampf. Das ist nicht ganz richtig, aber wie sieht es aus? Habt ihr Arbeit für einen Hexer? Es gibt wichtigere Angelegenheiten zu erledigen. Wir werden das ein anderes Mal diskutieren müssen. Ja, okay. Lebt wohl. Ja nicht. Aber ganz ehrlich, wenn ich sein Gesicht sehe, möchte ich gar nicht wissen, wie seine Tochter aussieht. Oder seine Töchter. Okay, Inventar ist voll. Hätte hier sein können. Oh, das war der Dorfprobst. Adams Haus. Ist Eva auch in der Nähe? Adam und Eva. Okay, hier ist gar kein Platz. Dann nicht. Ja gut, den Fisch können wir eh nicht mitnehmen. Dann haben wir nicht genug. Brauchen wir nicht mitnehmen. Der Schmied. Das ist der Schmied. Seid gegrüßt. Hallo. Wie kann ich dem Herrn helfen? Wer mögt ihr wohl sein? Ich bin ein Meisterhandwerker zu euren Diensten. Ich erledige Reparaturarbeiten jeder Art, stelle ungewöhnliche Objekte her und bin ein tüchtiger, kreativer Schmied und Zimmermann. Ihr seid recht vielseitig. Man muss ja schließlich leben, darum biete ich auch andere Dienste an. Zudem habe ich ein recht teures Hobby. Ein Hobby? Genau. Meine Verwandten und ich wollen eine Flugmaschine bauen. Wir haben schon mehrere gebaut, aber keine funktionierte und wir mussten die medizinische Versorgung des Piloten bezahlen. Verstehe. Ja? Ich weiß immer noch nicht, wie das mit dem Schwert geht, ne? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß, dass man sie mit diesen komischen Meteoriten nur schmieden kann. Dann sehen wir uns auf jeden Fall Sonntag. Ja, würde mich auf jeden Fall freuen. Vielleicht spielen wir ja also wie gesagt, nur vielleicht wieder am Among Us. Mal gucken. Falls ich noch ein paar Leute dazu kriege für Among Us. Wäre zumindest eine Idee. Aber würde mich auf jeden Fall freuen, wenn du am Sonntag wieder reinschaust. Und ja, ich wünsche dir auf jeden Fall eine gute Nacht. Und dir viel Spaß morgen noch bei der Arbeit. Sofern man da Spaß haben kann. Sollte ich mich sputen? Und ja. Danke, dass du dabei warst. Ich liebe Hochzeit. So, Geralt rennt jetzt hier einmal rum. Also Spaß und Arbeit in Einsatz erwähnt. Ja. Ja, es gibt Menschen, denen macht ihr Job tatsächlich Spaß. Sollte ich mich sputen? Das sind zwar nicht viele Menschen, aber es sind ein paar. Ah, okay, da kamen wir jetzt so nicht rüber. Zum Bäcker muss ich noch irgendwie anders kommen. Dach. Alinas Haus. Okay, dann gehen wir mal zu Alina rein. Guten Morgen. Nonne. Seid gegrüßt. Ich bin Geralt, der Hexer. Meister Rittersporn sang einst eine Ballade über einen Hexer. Da wird mir ganz warm ums Herz. Nee, mir nicht. Sind Hexer wie Ritter, die das Böse und das Verbrechen bekämpfen? Rittersporn hat meinen Beruf gewiss realistisch beschrieben. Die Ballade war so romantisch. Vom Schicksal aneinander gekettete Liebende, die nicht zueinander fanden. Wahrhaft romantisch. Ich werde bald heiraten. Was führt euch her? Wie bewegt die sich eigentlich so? Oh mein Gott. Aber ihr Blumenkranz ist gut. Der gelingt mir nicht. Ich habe tatsächlich noch nie es geschafft, irgendwie so einen Blumenkranz zusammen zu flechten. Habe ich noch nie geschafft. Kümmert ihr euch um Aber sie ist so ein kleiner Wackerhannes. Ja. Er hat so wunderschöne, große Augen. Leider möchte mein zukünftiger Gatte Ivy nicht adoptieren. Vielleicht erlebst du mich irgendwann mal auf höherem Alkpegel. Kann ich mit Ivy sprechen? Vielleicht. Ja,
Normalerweise spielt er im Dorf oder hilft mir hier im Haushalt. Ich bin ein größerer Wackelhals als Sie. Ich habe eine Bitte. Wenn ihr am Gasthaus vorbeikommt, also, würdet ihr nach meinem Verlobten sehen? Wenn ich getrunken und habe schauen, und dass meine ich gerade Schwester wenig, Selina irgendwo zu sehen ist. Schaffe ich es noch gerade zu gehen? Euer Verlobter treibt sich im Gasthaus aber herum. Wir reden nicht miteinander. Muss nicht eine Treppe gehen. Wir haben wegen Alwin gestritten. Ihr streitet oder schon. Andere, oder Julian Michael möchte, dass wir eigene Kinder durch haben. Irgendwas Enges, er will also Alwin zum Tempel Tisch der Militäle schicken oder zum bewegen, Hexer ausbilden bei einem lassen. Festzelt oder sowas. Ihr findet ihn in der Taverne. Am Oktoberfest oder Frühlingsfest. Was sieht er nur in ihr? Klo? Auch noch Absturz. Aber so die normalen Wege, wenn ich betrunken bin, die normalen Wege schaffe ich ohne zu stürzen. Da sieht man mir auch nicht an, wenn ich getrunken habe. Wenn ich aber, wie gesagt, die Treppe zum Klo hochgehe, ins Klo rein, das sind ja immer diese Wagen, zumindest auf dem Dorf halt diese Wagen, wo dann halt die Treppe hochgeht, dann ist da halt so ein ganz normales Abteil, wo auf der einen Seite die Männer sind, auf der anderen die Frauen. Und da habe ich dann tatsächlich schon Probleme, wenn ich besoffen bin. Und wenn ich mich dann hinsetzen möchte und dann zwischen Bank und Tisch. Kannst du gleich vergessen, kippe ich gleich vornüber. Oder mit der Bank einmal zurück. Das habe ich auch schon geschafft. Aber ansonsten, die Wege auch nach Hause, die habe ich immer sicher, ohne dass irgendwas passiert ist, geschafft. Also das Schlimmste, was mir mal auf einem Nachhauseweg passiert ist, und da war ich nicht betrunken, da war ich echt nüchtern. Da habe ich gar nichts getrunken an dem Abend. War, wo mich ein Auto angefahren hat. Und das war tatsächlich im Dorf. Eigentlich in der 30-Zone. Man hätte also eigentlich 30 fahren müssen. Ich bin über eine Straße gegangen. Die Laternen waren, also es gab zu dem Zeitpunkt an dem Ort keine Laternen. Die wurden erst 2 Jahre später da erbaut. Und kam Auto an. Ich habe dieses Auto nicht gesehen. Ich habe zwar nach links, nach rechts geguckt. Bin über die Straße gegangen, habe nichts gesehen. Das Auto hatte aber auch kein Licht an, davon mal ganz abgesehen. Und dieses Auto hat mich einfach nur erwischt. Ich dann irgendwie so eine komische Rolle, aber über diese Motorhaube drüber weggemacht. Und ich hatte so eine Platzwunde am Knie. Und ich hatte am nächsten Tag, ich glaube, eine Musik- und eine Geschichtsklausur. So, ich und mein Freund mitten in der Nacht doch geschrieben, so, ja, ne, Unfall gehabt. So, er hatte aber niemandem großartig Bescheid gesagt, weil für mich war das nur ein kleiner Kratzer in dem Moment. Ich habe mir das gar nicht großartig angeguckt, dachte so, ja, ist ja eh nichts passiert, hab keine Schmerzen, gar nichts. Die Schmerzen kamen dann am nächsten Tag, weil ich nichts gemacht habe. So, einfach nur Pflaster drüber geklebt, war alles gut. Am nächsten Tag ich zur Schule gegangen, er hat mich zur Schule gefahren. So, in der Schule, so von Stunde zu Stunde ging es mir schlechter. Und am Ende, ich hatte tatsächlich eine Blutvergiftung. So, und ich saß da nur noch während dieser Klausur so wirklich so über mein Blatt gebeugt. Man konnte meine Schrift nicht mehr lesen, gar nichts. Ich habe nur noch gesagt, oder nur mein Ding abgegeben da, gesagt so, ich bin jetzt auf dem Klo, weg. Und mir ging es von jetzt auf gleich so schlecht. Und das ist mir passiert ohne Alkohol. Ich habe zwar vorher ein Glas Wein getrunken, da lagen aber 3 Stunden dazwischen, zwischen dem Punkt, wo ich das Glas Wein getrunken habe und wo ich nach Hause gefahren bin. So ein schreckliches Erlebnis. Ey. In dem Moment hätte ich mir echt gewünscht, ich wäre betrunken gewesen, weil dann hätte ich es wenigstens auf einfach schieben können. Dann hätte ich sagen können, ja, komm, ich war betrunken. Nee. Aber ey, mir ging's danach echt beschissen. Und einfach nur, weil ich zu blöd war, einen Krankenwagen zu rufen. Einfach weil ich zu blöd war, im Krankenhaus anzurufen und zu sagen so, ey, Alter, mich hat ein Auto angefahren. So schlau war ich dann erst hinterher und hab dann gesagt so, ja, wie blöd war ich eigentlich? Wie blöd? Weißt du, bist von einem Auto angefahren worden, hast du Platzwunde am Knie, die nur relativ tief war. Warum rufst du keinen Krankenwagen? Ne? Ja, alles gut. Hättest du es mal mitversucht, ja. Ja, hätte ich es mal mitversucht. Aber, nee. Was sieht das? Das schlimmste Erlebnis, was ich bisher hatte. Wirklich das Schlimmste. Warum sucht ihr mich?
Ich suche die eigentlich nicht, ich frage eigentlich nur wegen Alvin. Hat sich Alvin seltsam verhalten? Er hat mir schreckliche Geschichten erzählt. Ich dachte, er wäre im Fieberwahn. Was hat er gesagt? Schon wieder. Etwas über Gespenster, die unerfüllter Liebe wegen ewiglich leiden müssen. Es war so... romantisch, ich weiß. Ich werde mit ihm reden. Warum sucht ihr mich? Nein, ich such dir nicht. Lebt wohl. Hallöchen, Alvin. Hallo, Gerald. Ich habe ein neues Zuhause. Es ist schöner als Visima. Aber ich vermisse euch. Es gefällt dir hier. Ja, töten wir zusammen Ungeheuer? Alvin, es ist außerordentlich gefährlich, gegen Ungeheuer zu kämpfen. Versprich mir, dass du das, wenn irgend möglich, vermeidest. Ich versprech's. Es gibt Elfen hier in der Gegend. Eine ist echt hübsch. Aber sie hat mit Herrn Tobias gestritten. Können wir Töte den Elf spielen? Herrje, ich muss echt ein Wörtchen mit dir und Alina reden. Das hat nichts mit Alina zu tun. Alle Kinder spielen das. Ich bin immer der Großmeister. Wir reden später weiter. Klar, ich ganz ehrlich, ich gehe demnächst auch mal zu meinem Freund und sage, komm, lass uns Töte den Elf spielen. Oh, aber ganz ehrlich, Alvin tut mir echt leid, weißt du, erst... Wir kommen so in der Umgebung von Wüsimann. Erst ist Alvin bei einer Dorfhexe quasi. Dann kommt Alvin zu Triss. Und jetzt ist Alvin hier. Ich bin Ada. Der wird einfach nur von A nach B nach C geschickt. Ich versuche, ein Liebesgedicht für meine Herzensdame Alina zu schreiben. Frag den Dichter Rittersporn. Er soll angeblich sehr gut sein. Er verkündete, dass die Liebe meine Inspiration sein werde. Er selbst beschäftigt sich mit einem Ablenkungsmanöver. Einem Manöver? Er wirbt um die Müllerstochter, um so Fräulein Alena eifersüchtig zu machen. Ziemlich gerissen. Wie ein Fuchs. Kann ich euch etwas fragen? Ja. Seid ihr in Alena verliebt? Ihr wisst doch, sie wird heiraten. Ich liebe sie heimlich. Ihr müsst daher diskret sein. Und die Ehe ist niemals ein Hindernis für wahre Liebe. Auf bald. Ich unterstütze kein Fremdgehen, nur mal so dazu. Also ich bin noch da, gönnen mir aber ein bisschen Glück. Ja, alles gut, alles gut. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob du von da warst, aber ich freue mich auch über die Lurker im Chat. Soli? Oder halt die Lurker, die da sind. Das ist einfach ein schönes Gefühl, wenn man nicht halt weiß, dass da Leute sind, die rumgucken, zu sehen. Mein Freund ist tatsächlich auch oft im Lurk. Gut, größtenteils, weil er meistens einfach nur am iPad oder am Arbeiten ist. Aber der ist halt auch sehr oft im Lurk. Und ich selber tatsächlich, wenn ich mal Streams gucke, die Wahrscheinlichkeit, dass ich mal irgendwo schreibe, ja, also wirklich, wenn ich gerade so einen guten Moment habe, dann schreibe ich tatsächlich, aber ansonsten bin ich meistens halt auch wirklich im Lurk-Modus. Und das ist auch in Ordnung. Da bin ich gegen, ich finde das toll. Aber ganz ehrlich, witzig ist das gerade, wie wir haben gerade seit... ich glaube, vier oder fünf Wochen haben wir jetzt einen Welpen bei uns zu Hause. Und das Schlafzimmer meines Freundes, wo halt auch gerade der Welpe ist, ist genau über mir. Also quasi da ist das Schlafzimmer und da geht's Richtung Wohnzimmer. Und wir haben ihr ein Spielzeug geschenkt, da kann man halt Leckerlis reinpacken. So, und ich merke die ganze Zeit, oder ich höre die ganze Zeit, wie sie gerade da oben sitzt, also im Schlafzimmer von meinem Freund, und an diesem Spielzeug rumknabbelt und versucht, diese Leckerlis rauszukriegen. Ich bin ja froh, dass sie gerade nicht bellt, weil man hört das hier unten, wie hoch oben. Aber das ist so niedlich, weil ich genau weiß, wie das aussieht, wenn sie da an ihren Leckerlis rumknabbelt. Und das die ganze Zeit auch so höre. Und vor allem, die hört ja auch mich, wenn ich hier unten rede. Und die sitzt genau da. Warte. Wo ist mein Hand? Da. Genau hier. Da sitzt sie drüber. Wo mein Finger ist.
Genau da sitzt die Kleine. Oh, und die ist so niedlich. Ich glaube, ich muss mein Foto auf Instagram posten mit der Kleinen. Also, guten Morgen, mein Instagram-Account ist ja. Also für Aidari ist halt sehr mau gesehen. Meine Schwester heiratet einen Mann, den sie nicht einmal mag. Ich glaube, da muss ich mal für die Hochzeit nichts anzuziehen, da unser Vater alles für die Mitgift seiner geliebten Tochter ausgibt. Und die Kleine außerdem ist echt süß. Ist das höllisch heiß. Aber sonst ist alles bestens. Hört sich ja nicht so gut an. Darf ich eine Frage stellen? Ja. Ist eure Schwester glücklich über die Heirat? Sie ist glücklich. Aber sie kümmert sich nicht um ihre kleine Schwester. Alina verdient nicht, glücklich zu sein. Oh, wie ich dieses Prinzesschen hasse. Jetzt hat sie Julian bezirzt, einen reichen Kaufmann aus der Stadt, und stolziert hochnäsig herum. Grämt euch nicht. Auch ihr findet einen guten Mann. Besser als Julian? Doch nicht. Ach je, ich leide für die Massen, Adam. Jämmerlich. Oder meint ihr gar den Eremiten? Verschont mich damit. Habt ihr Julians Verlobungsring für Alina gesehen? Der Diamant ist größer als ein Taubenei. Beruhigt euch wieder. Warum tretet ihr für sie ein? Gebt es zu, sie hat euch verzaubert. Ich hasse sie. Euch bekommt sie nicht. Ihr könnt mich sofort haben. Auf dem erstbesten Stein. Nein, bitte ihr nicht. Ihr müsst mir nur einen schöneren Ring Nein. geben, als den Alina von Nein. Julian bekommen hat. Ich will dich nicht heiraten. Lebt wohl. Ich will die Frau nicht heiraten. Weißt du, ich habe gerade Tristan-Ring am Finger gesteckt, dann will ich doch dich nicht heiraten. Nur weil du eifersüchtig bist. Hallo? Bitte? Bäh. Weißt du, wir hatten zwar mit sich von Geschlechtsverkehr, aber... Gerald, nee, heiraten, seid ihr das? Nee. Wie geht es euch? Ich habe Alvin gefunden. Alvin? Moment, Triss wollte, dass ich etwas tue. Sie hat es mir eine Stunde lang eingebläut. Ah, genau. Ich habe ein Demeritum-Amulett für ihn. Rittersporn, man kann sich wirklich nicht auf euch verlassen. Ist das so? Nun, da fällt mir wieder ein, ich hatte ein Päckchen für euch. Ein Päckchen? Ich weiß es nicht. Irgendetwas, aber vielleicht habe ich es ja verloren. Hört auf zu schmollen, Rittersporn. Was habt ihr für mich? Gut, ich habe einen Brief von eurer Liebsten. Triss, her damit. Ich habe gerade versucht, Rittersporn mit der Macht von Star Wars, ne? Einmal so umzubringen, aber es hat leider nicht funktioniert. Vielleicht hat sie jetzt. Wir stellen uns einfach hinter ihn. Nein, okay. Sollte ich mich sputen? Ich bin leider nicht Darth Vader. Leider. Okay, ich muss zum Seeufer und ich muss halt diese Truppen töten. Ich soll Aline aufsuchen. Das ist doch mit Zähnen. Okay, und wir müssen zur Gruft gehen. Die Quest haben wir schon mal. Ich bin ein Profi. Jetzt ist Zeit für große Herausforderungen. Jetzt große Herausforderungen als Profi? Der Schank wird auf jeden Fall. Ein Hühnchen! Hallo Hühnchen. Okay, Hühnchen will nicht. Hallo, Schankwirt. Seid gegrüßt, Herr. Eine geräumige Taverne habt ihr. Was? Glaubt ihr etwa, in diesem Land ist alles klein? Das war nicht böse gemeint. Wie kann ich euch helfen? Wo ist der Dorfbürgermeister? Im Dorf gibt's eine große Hütte, wo der Bürgermeister seine Zeit verbringt. Aber er wohnt in einer anderen großen Hütte, also... Ich finde sie schon. Wie kann ich euch helfen? Gibt's interessante Neuigkeiten? Es gibt eine Hochzeit. Unsere Alina, die Tochter des Bürgermeisters, heiratet einen Mann aus der Stadt. Julian ist sein Name. Er wohnt hier in meinem Gasthaus. Eine Sache noch. Ja? Ich will erstmal wieder ein bisschen was hier unterbringen. Also so. Ich werde auch nochmal ganz, gleich ganz kurz in die Pause gehen. Ich muss nämlich mal ganz dringend wohin.
Wird aber nicht lange dauern, keine Angst. Also ich... Also, ja, so fünf Minuten mindestens. Und dann bin ich gleich sofort wieder da. Rennt bitte nicht gleich weg. Wie gesagt, ich bin sofort wieder da. Hallo?